Partie heute, vor allem in der ersten halben Stunde, war das euer Plan, da mit ein bisschen mehr Physis vielleicht in die Partie reinzugehen und dem WRC so den Schneid abzukaufen? Plan. Wir haben gewusst, wie der WRC spielt. Die spielen seit Wochen auf einem richtig guten Niveau, spielen intensiv ihr Spiel durch und haben gewusst, sie müssen dagegen halten. Und das haben wir, glaube ich, gut gemacht. Wir haben vor allem erste Hälfte den WRC, glaube ich, gar nicht zur Geltung kommen lassen. Ich glaube, kein einziger Torschuss vom WRC zulassen und verdient auch in Führung gegangen. Und ich glaube, dass wir einfach viel früher den Sarg hätten zumachen müssen. Haben auch eine Vielzahl an Chancen dann gehabt oder Möglichkeiten, wo wir vielleicht den letzten Pass nicht so gut gespielt haben. Dann meiner Meinung nach den Elfer auch nicht bekommen und ja, so im Endeffekt durch einen komplett vermeidbaren, unnötigen Standard auch noch das Gegentor kassiert. Und ja, so ist es im Endeffekt zwei verlorene Punkte, mit denen wir jetzt daheim leben müssen. Diese Härte, die in der ersten Halbzeit auch drin war, ich meine, es hat ein sehr dynamisches Spiel am Anfang gegeben, aber dann ist doch ein bisschen auch vom Schiedsrichter die Linie vielleicht rausgegangen. War das so ein bisschen auch ein Knackpunkt, wo man dann vielleicht die Übermacht, die man bis dahin gehabt hat, nicht mehr ummünzen hat können am Ende? Schwierig zu sagen. Es ist, wenn man, beide Stürmer von uns haben dann schon gelb gehabt. Ich glaube, das ist dann schwierig, dass man kann immer sein, wenn man spät kommt, dass man dann die zweite gelbe gleich hat. Deswegen war es vielleicht dann ein bisschen kämpft. Kann sein, aber ich glaube, dass wir trotzdem versucht haben, weiter Druck zu machen. Natürlich, wir sind selber hinten und man sieht die Saison, dass sie auch kicken können und sind natürlich dann ein bisschen aufgekommen. Aber ich glaube, dass wir trotzdem gut dagegen gehalten haben. Und dann ja, waren zwei Spiele entscheidende Szenen, die dann nicht zu unseren Gunsten so ausgegangen sind und deswegen ja, sind es im Endeffekt für uns zwei verlorene Punkte. Also ich höre da schon raus, Elfer-Szene aus deiner Sicht wohl zu geben und auch vor dem... Ja, ich habe es noch nicht gesehen, ich habe es nur gehört und von ihm auch selber, dass er ihn ganz klar getroffen hat, dass man da den Elfer geben kann. Gesehen habe ich es noch nicht, aber wenn es so ist, ist es natürlich bitter. Und ja, danach, glaube ich, kann man Ballsperren geben, natürlich dann unnötig da vielleicht noch hinzutreten. Aber ja, es ist einfach bitter, dass eigentlich durch so eine ungefährliche Situation mal das Gegentor kassieren, weil... Ansonsten, glaube ich, hätten wir das Spiel auf jeden Fall gewonnen. Die Leistungen passen im Moment. Die Big Points hat es aus den letzten Spielen jetzt aber nicht gegeben. Was ist so das, wo man den Sack noch zu machen lernen muss? Wie will man das jetzt noch bewerkstelligen? Ja, ich glaube, dass wir heute sicherlich vielleicht besser gespielt haben als manche Partien, die wir dann vielleicht gewonnen haben im Endeffekt. Das müssen wir auf jeden Fall angreifen, dass wir, wenn wir in Führung stehen, wenn wir in Führung sind, dass wir dann auch das zweite spielen und auch das zweite Tor machen. Weil dann ist die Partie gegessen. Wenn wir da ins 2-0 machen, dann ist die Partie vorbei. Dann bin ich mir zu 1000% sicher, dass der WC nicht mehr zurückkommt. Das müssen wir uns einfach angreifen, dass wir da nicht kaltschneidig genug die Kontermöglichkeiten, die Umschaltmöglichkeiten und auch dann die Chancen, die da waren, nicht genutzt haben. Und ja, so ist im Endeffekt dann nur ein Punkt, was daheim einfach zu wenig ist. Maxim, wolltest du das Gegentor? Es hat von außen so ausgeschaut, also das ist ganz glücklich ausgeschaut. War es ein Kommunikationsfehler mit Ritschi? Wie hast du es erlebt? Ja, bitte. Es war mein Gegenspieler und ich habe immer einen Mann gehabt und der Ball war ziemlich nah beim Tor. Und der Ritschi hat noch gesagt, er hat die Bewegung zum Ball gemacht, hat dann gesehen, okay, er unterläuft den Ball, ist nicht hinkommen und dann war er einfach den Schritt hinten nach. Ja. Einfach zu spät, das ja, nehme ich auf meine Kappe, aber es ist eine Standardsituation, die kann immer passieren. Deswegen umso bitter, dass es genau nach so einer Entstehungsgeschichte auch zum Tor passiert hat. Wir haben jetzt 11 Runden gespielt, gegen einmal eine ganz kurze Bilanz. Wo steht Rapid? Ist man im Soll? Ist man über dem Soll? Wie beurteilst du die ersten Bekannten? Ich würde sagen, ja, im Soll kann man auf jeden Fall sagen. Natürlich mit ein bisschen mehr Glück wär mehr drin gewesen. Aber man darf nicht vergessen, wir haben keine leichte Saison noch hinter uns gehabt und sind ein bisschen im Umbruch. Viele junge Spieler, die jetzt auch zum Spielen gekommen sind. Von dem her glaube ich, dass das eine ganz gute erste Hinrunde war. Aber natürlich wollen wir mehr, natürlich wollen wir mehr Punkte holen und das ist auch unser Ziel. Und das wollen wir auch die nächsten 11 Spiele. Wir sind jetzt, glaube ich, auf einem guten Weg. Wir sind mal gut sicher oben dabei, aber wir wollen mehr. Wir wollen auch die nächsten vor uns überholen und das muss einfach unser Ziel sein, dass wir da mehr Punkte holen und damit beginnen wir auch möglicherweise nächste Woche gegen Salzburg. Bitte ist es dann, dass man aus diesen drei Heimspielen gegen Last Salzburg und jetzt hier nur einer von 9 Punkten geholt hat. Das sind die Big Points. Ist der Bitte nicht gut genug für die Top 3 im Moment noch? Glaube ich nicht. Ich glaube, gegen Lask war es ganz unglücklich, dass wir mit einem Mann weniger dann am Schluss noch in der 95. 2-1 kassiert haben. Das wären einfach für unseren Punkt mehr, für Lask 2 Punkte weniger, dann wären wir da schon näher dran. Heute, glaube ich, mit ein bisschen mehr Spielglück wären auch 3 Punkte drinnen und dann wären wir vielleicht schon vor beiden. Also würde ich jetzt nicht so sehen. Es hat vielleicht bei den Heimspielen im Endeffekt ein bisschen Spielglück auch gefehlt, aber natürlich müssen wir schauen, dass wir vor allem daheim noch dominanter sein. Das muss unser Anspruch sein. Das sind wir noch nicht so gerecht, wie wir es uns vorstellen. Wir sind auf einem guten Weg, aber trotzdem fehlt vielleicht noch das letzte Quäntchen, wenn wir dann einmal wirklich es auf 2-0 führen, dass wir dann mit Ruhe weiterspielen. Fehlt vielleicht noch, weil mit einem 1-0, so wie jetzt mit einem Standard, kann immer was passieren. Und ja, wie gesagt, das sind vielleicht die ganz kleinen Schrauben, an denen wir noch drehen müssen, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Von meiner Seite noch bitte einen Satz zum